So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Bros. Wonders, letztes Mal sind wir in die Spezialwelt bei Welt 1 eingedrungen und jetzt gucken wir uns das Level auch in Spezialwelt 1 an. Die Rolfs am Pixberg. Bis später, okay. Und da geht's auch schon wieder los. Also es ist direkt wieder eine Challenge. Yo. Hi. Okay, da ist direkt meine Blue... Ja, wie komme ich... Hallo, stopp. Können wir... Wie komme ich jetzt da ran? Oder rollt er automatisch zurück? Nein, scheiße. Das ist schlecht. Kommt der wieder? Nee, ich glaube, der ist jetzt für immer weg. Ach nee, er kommt wieder. Okay, guck mal. Yes. Nein. Okay, also ich kann ihn ziemlich gut steuern. Wenn ich das will. Das ist nicht gut. Oh, Bruder. Ah, da kommt noch einer. Okay. Rolf, ich brauch dich. Okay. Oh, das... Nein! Das ist jetzt gar nicht gut. Okay, pass auf. Wie machen wir das denn jetzt? Der kommt nicht wieder, ne? Oh mein Gott. Du bist der Beste, Rolf. Du bist der Beste. Sehr gut. Ja, das war ja voll machbar. Das war ja voll machbar. Sehr schön. Das war ja voll machbar. Okay. Ja, ne? Dann können wir direkt jetzt von hier wieder in Welt 2 weitergehen. Denn dann haben wir jetzt ja wirklich alles in Welt 1 gesehen. Jetzt wird mich nur noch interessieren, neben der Message, dass man alles gesammelt hat, habe ich jetzt nochmal einen anderen grafischen Indikator, dass Welt 1 alles hat? Wie sieht das jetzt aus? Ja, jetzt ist die Röhrenfeldwiese hat auch jetzt einen Haken oben. Krass, okay, also dann gibt es wirklich einen Indikator. Okay, cool, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und den hatten wir vorher natürlich noch nicht, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Okay, hier haben wir bisher alles gemacht, dann können wir jetzt hier weitermachen. Plopp. Flauschplattformen. Okay. Ah. Wenn man da drauf geht, gehen die runter. Und das kann man natürlich auch beschleunigen. Oh, und dann gehen die weg. Ah, ne, die kommen auch wieder. Okay, also die gehen nie komplett weg. Nice. Dachte ich mir doch, dass da was ist. Okay. Ja, interessantes Objekt. Als habe ich sogar fast schon so ein schlechtes Gefühl, wenn ich... Oh, cool. Wenn ich diese lila Münzen sammle, weil ich halt gleich wieder bei 999 bin. Aber gut. Oh, was ist das denn? 3? Ach ja, doch, weiß ich, was das ist. 2 und jetzt die 1. Zack. Nice. Aber dann war das jetzt gar nicht... Hatte jetzt gar nichts mit einer lila Münze zu tun, oder? War einfach so Bonus. Oder habe ich die mit... Nee, ich habe eine lila Münze jetzt. Okay, da kann ich nicht rein. Oh, gut.
Da will ich rein. Die Frage ist nur, ist in der Mitte vielleicht auch irgendwas? Nein. Okay. Ah, da ist aber auch nichts. Okay. Wait, beziehungsweise kann ich da runter? Oder bin ich da tot? Es hätte halt sein können. Schade. Es hätte halt sein können. So. Ja, aber dann muss ich jetzt auch auf die kleinen lila Münzen gar nicht so viel krassen Wert legen. Weil ich halt eh am Ende zu viel habe. Das ist ein bisschen schade. Dadurch wird so ein bisschen meine Sammelmotivation gesprengt. Muss ich gestehen. Aber gut, was soll's. Ja, wo soll ich denn jetzt die Pflanze? Wo soll ich denn jetzt gießen? Oh, muss ich den bis nach oben bauen? Ah, krass, okay. Ach, guck mal. Da ist die Challenge. Was? Ich bin jetzt selber so ein Block. Ja, wie sick ist das denn? Okay, da komme ich nicht rein. Ist aber auch egal. Da muss ich rein. Sehr gut. Ja, easy. Das war ja witzig. Also auf die Ideen muss man halt auch erstmal wieder kommen, ne? Toll gemacht. Alter, die Blumen. Ah, scheiße. Schon witz... Okay, da will ich rein. Okay, da komme ich auch noch ran. Sogar ganz easy. Ja, so viel dazu. Ja, aber alles machbar. Ah, scheiße. Ich habe nicht gesehen, dass Dings ist. Okay, wie komme ich... Da kommt man irgendwie hoch, oder was? Nee. Ah, okay, ich verstehe. Ah, ja, okay. Easy. Sehr schön. Ein weiteres Level geschafft. Man muss sagen, bisher hat so jedes Level sein eigenes Gimmick eigentlich, ne? Also sie denken sich immer wieder was Neues aus. Ich bin gespannt, wie lange das hält. Sehr schön. Fast da. Der Gipfel ist fast erreicht, doch der letzte Teil des Wegs ist auch der gefährlichste. Schau doch einmal im Laden herein, wenn ich mit nötigen Vorräten... Ja, brauche ich nicht. Danke. Ach ja, logisch. Ich habe vorhin noch gefragt, wie kann ich denn schneller Sachen holen? Ich kann ja im Laden Items kaufen, ne? Was ist denn jetzt so? LOL. Luftschiff-Level oder was? Ah, okay. Ein typisches Luftschiff-Level. Ja dann, let's go. Luftgaleere im Wölkchengebirge. Also Luftschiff-Level gibt's auch wieder. Aber was für Level auch, ne? Grünen. Okay, bist du eine Batterie oder was? Oh, die explodiert. Oh, die okay, alles klar. Die explodieren einfach.
mehrmals. Ah, das sind nicht Batterien, das sind so Raketen. Feuerwerkskörper. Witzig. Aber das Blöde ist halt, wir haben wieder ein Scrolling-Level. Und du weißt halt nie, wann du was verpasst. Ich bin, also... Für die, die mich nicht kennen sollten, wenn irgendwo ein Scrolling-Level kommt, kann ich euch garantieren, werde ich meckern. Wie soll ich denn da hochkommen, hallo? Ach, die hätte man kaputt machen. Oh, Bruder. Okay. Die kann man kaputt machen. Aua. Nein, jetzt reicht es nicht. Ich krieg die Krise. Jetzt hat das nicht gereicht. Ah, war das dumm. Kann ich? Ah, der tut mir aber auch gar nichts. Ich kann den loslassen. Ich kann den ohne schlechtes Gewissen tragen, wollte ich sagen. Okay, gut zu wissen. Es sind keine Bomben, die jetzt in meiner Hand explodieren oder so. Ah ja, das ändert alles. Das ändert das gesamte Level. Okay. Ja, okay. Das ändert natürlich alles. Das ändert alles. Gut, gut, gut. Weil dann kann ich ihn einfach in der Hand halten. Und hab keinen Stress. Ja, moin. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Dann kann ich den jetzt auch einfach in der Hand halten. Ja, moin. Ich dachte halt, die explodieren in meiner Hand und ich kann die nicht berühren, so, ne? Aber das ändert ja, wie gesagt. Ja, also wie gesagt, das ändert ja alles. Zack. Easy. Okay. Blume. Let's go. Oh, da wollen wir rein. Da wollen wir ran. Nice. Oh, Bruder, was? Okay, jetzt werde ich hier verfolgt. Okay, der macht die Blöcke kaputt. Das gab's ja so auch schon mal in SMB-Hacks. Das gab's noch nie. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich kann mich nicht erinnern, dass es dieses Gimmick schon mal in einem echten Mario-Spiel gab. Aber in SMB-Hacks gab's das Gimmick schon mal. Hat sich hier Nintendo etwa an SMB-Hacks bedient? Oder gab es das doch schon mal in einem richtigen Mario-Spiel und ich erinnere mich nur nicht? Oh, der muss hier kaputt machen. Das war knapp. Sehr gut. Da ist er weg. Ey, aber ne, in einem Hacks gab es das schon mal, aber in einem echten SMB-Spiel? Ich kann mich nicht erinnern. Oh, jetzt haben wir hier richtige Bomben. Aua. Geben wir auch gleich ordentlich auf die Mütze. Aua. Nicht gut. Mach dich mal weg, Kollege hier. Was ist das jetzt hier? Oh oh. Krieg kein Power-Up mehr. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut.
Okay, was haben wir jetzt hier für einen Boss? Gar kein Boss. Doch, Boss. Okay. Ich nehme an, ich muss zu dem Schalter kommen, wa? Ah, okay, kein Boss. Gut, gut. Nom, 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 nom. Und der geht kaputt. Sehr schön. Ist halt auch immer wieder dumm, ein Gefährt zu bauen, wo man einen Schalter einbaut, der einfach alles kaputt macht, ne? Warum baut man das so? Man weiß es nicht. Ja, tschüss, Schiff. Okay. Das war ja schaurig. Von großen Höhen hält ich mich meist fern. Da fällt mir etwas ein. Es gibt ja ein Abzeichen, das dir hilft, einen Fall zu überstehen. Es wird irgendwo an diesem Berg verkauft. Wenn du ein neues Abzeichen hältst, drücke R, um alle zu... Okay. Habe ich, glaube ich, noch nicht bekommen. Ja, hier ist dann wohl der Laden. Fallen ohne Angst. Dann holen wir das doch gleich mal. Wir haben ja eh genug Geld. Ach nee, ich kann keine Items kaufen. Ich kann nur Leben kaufen. Ja, das ist doch komplett useless. Also so schnell es geht hier wieder das Geld hergeben. Easy going. Ja, so kriegt man ja locker dann die Abzeichen zusammen, wenn man eh ständig neu kaufen muss. Dann geben wir mal wieder ordentlich Geld aus, dass wir auch wieder ordentlich Geld sammeln können. Wir machen immer so lange, bis ich eins doppelt kaufe. Ja, da ist es soweit. Okay. Wunderbar. Nee, einen Moment will ich das nicht anlegen. Ich werde es ja wahrscheinlich dann brauchen, wenn es soweit ist. Das war ja toll. Ihr lasst euch nicht dann mal von einem fliegenden Schiff aufhalten. Wenn ihr es bis hier geschafft habt, werdet ihr sicher auch mit diesem Unruhestifter fertig. Natürlich. Der Bergäpfel liegt direkt voraus. Ja, ich könnte schon hin, aber machen wir natürlich noch nicht. Wenn der Gipfel wieder frei ist, können wir vielleicht einmal zusammen von dort ins Tal rufen. Das können wir, aber nicht jetzt. Ich gucke mir kurz die Welt an, aber hier ist nichts versteckt. Na, was soll hier auch groß versteckt sein? Okay, zwei Level, let's go. Wir machen erst zwei Sterne, dann machen wir drei Sterne. Sollte beides noch in den Part reinpassen. Nicht den Anschluss verlieren. Mhm. Oh, Strom. Oh, Bruder. Ah, was ist das denn jetzt hier? Oh mein Gott. Okay, ich kann die Snake verlängern, indem ich diese Blöcke aktiviere. Okay, das kann ich auch von oben. Also wie ich die... Oh Bruder, muss ich die alle andocken? Oh mein Gott. Muss ich die alle an... Oh mein Gott, jetzt schmeißt er auch noch von oben Sachen. Wobei das in dem Fall gut war. Warte, die gehen auch wieder runter. Das heißt, ich muss immer wieder neue Teile anbauen, sonst verliere ich den ganzen Kram. Okay. Also nicht nur... Oh mein Gott. Also es ist nicht nur so, dass ich... Ja, das ist jetzt schlecht. Ach so, und wenn ich jetzt hier unten weiterfahre... Also ist der zu kurz oder was? Okay, keine Ahnung. Da unten wäre bestimmt... Ah, weiß ich nicht, was da wäre. Wir werden am Ende sehen, ob was fehlt. Okay, da ist das Ding, was ich brauche. Okay, jetzt habe ich Angst, was das jetzt macht. Ah, das macht die Dinger größer, die man andenkt. Okay. Oh nein, ich muss die Teile wieder sammeln. Ach, du grüne Neune. Ach, du grüne Neune. Okay, zwei haben wir.
Okay, 3 haben wir. Vier. Soweit, so gut. Da kommt 5. Oh mein Gott, war das knapp. Let's go. Oh, das war super knapp, ey. Okay. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich noch ins Ziel komme, ohne hier Quatsch zu machen. Wir haben ja alles, ne? Wir haben den mittleren nicht. Oh, nee. Wir haben irgendeine mittlere Münze verpasst. Oh, man. Jetzt muss ich da nochmal rein, weil eine mittlere Münze fehlt. Jetzt muss ich da nochmal rein, weil eine mittlere Münze fehlt. Wo soll die denn wieder gewesen sein? Ah, ich kann es mir denken. Wahrscheinlich genau da, wo ich gesagt habe, ich wüsste nicht, wie ich da rankomme. Ich weiß aber auch jetzt immer noch nicht, wie ich da rankomme. Okay. Scheiße. Vielleicht komme ich ran, wenn ich alle von diesen Dingern ansetze. Ja, natürlich, weil das dann länger ist. Ich check's. Okay, ich kann die auch so auslösen. Sehr gut. Dann ist es mit dem Elefant deutlich angenehmer. Ja, und weil die dann länger werden. Ja, ja, ja. Ja, vor allem die habe ich verpasst. Ja, klar. Okay, alles klar. Und jetzt komme ich bis da ran. Ja, okay, es war klar. Gut. So, dann sammeln wir den jetzt nicht ein, weil den brauchen wir jetzt ja nicht. Dann ist sicherlich der Weg einfacher, wenn ich den nicht habe. Gott. So, haben wir ja schon geschafft, die Fahne. Die Fahne. Ist egal. Gut. Ging ja nur um die zweite lila Münze. Ja, ja, ja. Es ging ja nur um die zweite lila Münze. So, Countdown am Himmel. Okay, ich habe Zahlenplattformen gesehen. Du kannst neu starten. Ups. 1. Ah, okay, ich verstehe, wie die funktionieren. Und jetzt sind sie weg. Regenerieren die sich oder? Oh, die regenerieren sich. Okay, also. Sie sind nie unwiederbringlich weg. Nur halt für den Moment. Oh, ich kann hier rein. Lol. Lol. Okay. Sehr interessant. Halt, da war was. Stopp zurück. Nee, die die Wolken. Lol. Oha, direkt der nächste. Okay, aber ich wollte gerade sagen, da muss man ja gut timen, aber nee, muss man ja gar nicht, das fällt ja sowieso runter. Okay.
Lass mich runter, danke. Ah, die Gegner können das auch auslösen. Ich verstehe. Bruder, hier wollte ich nicht runter. Hier war... Oh mein Gott. Gut, dass wir gerade einen Checkpoint hatten. Das war ja richtig schlecht. Okay, ich will den Elefanten. Perfekt. LOL! Die Feuer... Das ist nicht gut, was ich tue. In jeder Hinsicht war das nicht gut, was ich getan habe. Okay, was ist jetzt da? Ach, das ist der Rettungssprung. Fällst du in Abgründe, Lava oder giftiges Wasser, springst du einmal... Oh! Auch sehr interessant. Aber ich will den Hochsprung behalten. Der Hochsprung ist großartig. Jetzt habe ich den... Das bringt mir erst recht nichts. Ich nehme alles zurück. Sternbeste Leben. Jetzt geht's abwärts, okay. Okay, weiter geht's mit dem Stern abwärts. Das heißt, man hätte sogar den Stern holen müssen. Jetzt ist der andere Stern weg. Oh, da ist, was ich suche, da ist, was ich suche. Komm her, komm zu Papa. Komm zu Papa Mario, danke. Nice. Okay. Jetzt ist der Kollege wieder da. Jetzt ist er wieder weg. Sehr schön. Jetzt muss ich doch nur noch ins Ziel fliegen, oder? Das dürfte doch jetzt nicht mehr das Problem sein. Oh nee, ich muss das hier noch holen. Ja, Elefant. Nice. Das war nicht, was ich wollte. Kommt hier jetzt die Fahne oder was? Nee. Hä? Oh, jetzt habe ich ein Problem, wa? Komme ich da rüber? Ja. Oh, Hochsprung sei Dank, ey. Da unten ist ein Mario-Block. Okay, cool. Oh, ich verstehe. Dann schieß mal, Kollege. Nice. Sehr schön. Ja, wunderbar. Schaffen wir noch das Schloss? Ja, ich würde sagen, Schloss machen wir beim nächsten Mal. Ich denke, Schloss machen wir beim nächsten Mal. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Die Parts müssen nicht zu lang werden. Ich denke, gerade bei einem Mario-Spiel. Das schaffen wir aber noch. Eine schöne Verschnaufpause. Wunderbar. Rein da. Immer im Kreis. Das klingt ja toll. Oder... Bruder. Ich bin unfähig. Ich bin unfähig jetzt. Oh mein Gott. Das war hektisch. Das war alles andere als verschnaufen. Nee. Nee. Ich komm nicht ran jetzt. Wow. Du hast einige Blumenmünzen gesammelt in deinem Laden. Ja, ja, weiß ich schon. Okay. Cool. Ja, dann bleibt nur noch dieses Level nächstes Mal, ne? Dann haben wir Welt 2 abgeschlossen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.